Servus Leute, hier ist wieder euer Johnny Boy mit einer neuen Folge von Mobius Final Fantasy. Heute will ich euch die sogenannten Battle Dauer etwas erklären. Nämlich kommt jedes Monat ein neuer Battle Dauer raus. Dafür gehen wir jetzt hier in die News-Sektion. Wo ist der Battle Dauer? Okay, der wird mir hier gar nicht mehr angezeigt. Nämlich ist im April jetzt zum Beispiel dieser Battle Dauer, der nennt sich Agred Aggression. Das ist ein spezieller Battle Dauer, denn diesmal sind hier Battle Dauers von 6 Vergangenen dabei. Sonst gibt es nur einen Battle Dauer. Und das Ziel von diesem Battle Dauer ist eben, dass man ganz nach oben kommt. Aber die Information hier für den Battle Dauer ist gar nicht mehr hier. Schade eigentlich. Nun ja, wie auch immer, wir reisen jetzt mal hier auf der World Map zum Battle Dauer. Der heißt Agred Aggression, der momentane Battle Dauer. So, und das Ganze sieht so aus. Hier bei diesem Spezial-Tower hier gibt es jetzt 6 Türme. Sonst gibt es nur einen Turm. Und das Ziel ist es, dass man möglichst weit raufkommt. Wenn man einfach nur die Objekte haben will, die man bekommt, spielt man einfach bis zum finalen Level. Aber es gibt dann auch noch eine Rangliste. Das sieht man unter Social und Event Rankings. Hier sieht man dann, welchen Rang man hat. Hier sieht man die besten 10. Platz 1 ist jemand mit 1249 Bosskills. Hier oben sind meistens die ganzen Vaults zu Hause, die alle Supreme-Karten haben, die sehr viel Geld investiert haben in das Game, um eben auch diese ganzen Karten zu haben. Manchmal sind auch ein paar Hacker dabei, aber Square Enix macht die immer weg. Und wenn man unter Rewards geht, sieht man dann, welche Belohnungen man bekommt. Nämlich von Platz 1 bis 500 bekommt man ein Growing Egg Stufe 4 und Prismatic Fractal Stufe 4. Man bekommt 50 Ability Tickets und 10 Kristalle. Das steht jetzt hier aber nicht dabei. Das steht in der Information, aber momentan gibt es keine Information mehr für den Tower, was ein bisschen komisch ist. Und mein Ziel ist es eigentlich immer, dass ich hier bei den 501 bis 1000 Spielern dabei bin. Denn dann bekommt man 30 Ability Tickets, man bekommt ein Prismatic Fraktal mit zum Beispiel Break Power plus 4% und man bekommt 30 Ability Tickets. Ja, 30 Ability Tickets, 10 Kristalle und dieses Fraktal. Bei 1 bis 500 kriegt man 50 Ability Tickets, auch 10 Kristalle und dann diese zwei Sachen noch. Aber mein Ziel ist eigentlich immer 501 bis 1000, dass ich da unter den besten 1000 dabei bin. Und der Past Record sieht man auch, wo ich so zuletzt war. Vorvorigen Mal habe ich es nicht geschafft, aber beim letzten Mal 874. Ja, wie auch immer. Das Ganze ist jetzt so, je mehr Bosskills man hat, desto höher ist man. Ich jetzt hier in der Rewards gehe, ich sehe, ich habe 131 Bosskills. Wenn ich hier reingehe, sieht man mein Deck. So, das bin ich. Und wenn ich hier gehe, sehe ich, bei 131 Bosskills bin ich jetzt hier drinnen. Das heißt, ich muss jetzt noch ein bisschen hier kämpfen, damit ich höher bin. Damit ich hier auch Objekt dann meine 10 Kristalle bekomme. Dazu muss ich jetzt zuerst mal zu meinem Deck umswitchen, das ich mir hier gemacht habe.
Und was ich noch gerne bei Battle Towers mache, ich höre mir gute Musik dazu an. Final Fantasy Musik. Zum Beispiel diesen Mix hier. Ja, jetzt muss aber die App wieder neu starten, ja. So, und jetzt können wir hier los. Und jetzt kämpfen wir hier gegen die Gegner und versuchen die zu töten. Ich bin hier bei diesem Tower schon ein bisschen höher. Das heißt, die Gegner sind schon ein bisschen stärker als am Anfang. Je höher man kommt, desto stärker werden die Gegner natürlich. Aber es hält sich noch in Grenzen. Es hält sich noch in Grenzen hier. Sie sind schon ein bisschen stärker, die Gegner, aber noch nicht so schlimm. Natürlich spiele ich hier im schnellen Modus. Wenn ich im langsamen Modus spielen würde, dann wäre das so richtig langsam. Dragon ist zum Beispiel sehr gut hier für Singleplayer. Im Multiplayer ist Trang ein Breaker. Da ist er nicht so gut, weil er hat einfach nicht so die Break-Werte wie andere Breaker. Aber im Singleplayer ist Trang sehr gut, denn er hat mittlere Break-Power, mittlere Magie. Und die anderen Breaker haben alle schwache Magie. So, und jetzt werden wir hier jumpen. Okay, ist sich nicht ausgegangen, schade. Aber jetzt ist der Gegner gebreakt. Jetzt wechseln wir hier. Und hauen unseren EC-Brand rein. So, und das war jetzt die erste Runde hier. Im Battle Tower. Jetzt habe ich 131 Boss Kills. Jetzt bin ich genau auf Platz 1000. Natürlich mache ich jetzt ein bisschen weiter. Denn der Tower läuft meistens eine Woche lang. Und wenn ich jetzt hier an der Event Rankings reingehe, sieht man auch, wie lange der Tower läuft, nämlich läuft er noch einen Tag und 17 Stunden.
Das heißt, ich werde mich jetzt noch ein bisschen hocharbeiten hier bei den Bosskills. Ich habe meistens auch keine Lust auf diese Paddle Tower. Aber momentan habe ich keine anderen Sachen zum Farmen und deshalb kann ich jetzt hier meine Stamina, die ich habe, hier für den Tower verbrauchen. So, ihr seht schon, der Gegner macht sehr viel Schaden. Das Problem ist, ich habe mit Trang keinen Zugang zu Windelement. Das heißt, ich kann auch keinen Element Drive mit Wind machen. Deshalb ist das immer ein bisschen kritisch, wenn ich hier auf einen Windgegner stoße. Aber jetzt habe ich ihn. Bam. So. Ich wechsle meistens erst immer beim Boss zum Subjob, damit ich den Boss dann nuken kann mit einer starken Attacke. Und so bei den Gegnern versuche ich, wie ihr jetzt seht, die Ultimate-Leiste hochzukriegen. Damit ich dann die Ultimate-Attacke einsetzen kann von Dragon. Denn durch den ultimativen Angriff hier vom Dragon Job hat man Rainbow Shift. Das bedeutet, alle Orbs werden zu Regenbogen Orbs. Das heißt, man kann die für alles benutzen. Und noch dazu hat die Fähigkeit, also hat der ultimative Angriff von Dragon hier die Fähigkeit, dass man den Gegner in den D-Barriere versetzt. Das heißt, die Verteidigung wird gesenkt. So, leider habe ich es jetzt nicht geschafft, den in einer Runde zu töten. Muss ich jetzt noch mal ein bisschen nachsetzen. So, jetzt ist er tot. Mal sehen, was jetzt kommt. Jetzt haben wir einen Erdgegner. So. Ein paar HP lassen wir ihm über. Ich versuche jetzt wieder die ultimative Leiste hochzukriegen, damit ich dann, wenn wir gegen den Boss kämpfen, damit ich den dann schnell breaken kann mit einer ultimativen Attacke. So, meine Ultimate Leiste ist voll. So, das war's jetzt mit dem. Und hier ist nun der Boss. Dieser Boss hier, der Hacker, wechselt immer das Element. Also es ist, hat immer verschiedene Elemente. So, ich muss jetzt noch ein bisschen die Break-Leiste reduzieren. Habe ich nicht geschafft. Hoffentlich tötet er mich jetzt nicht. Ha! Ich hab's überlebt! So, lassen wir den jetzt breaken. So. Jetzt switche ich wieder um hier zu meinem Nuke-Shop. Er kann den jetzt mit einem EC-Brand wahrscheinlich töten. Ja. Ja, und so funktioniert der Tower. Man kämpft sich immer weiter nach oben, damit man dann vom Ranking her gut dabei ist. Und alle 5 Level bekommt man hier 2 Ability Tickets.
Okay, das hat ihn geheilt, schade. So. Aber jetzt, bam, sind die zwei Kleinen mal tot. So, jetzt haben wir hier einen Wassergegner. Das heißt, ich muss versuchen, Erdorbs zu bekommen. Denn wie ihr gesehen habt, ich habe hier zwei Karten zum Angreifen. Nämlich Ixion, das ist eine Airware-Wasser-Attack, was die kritische Resistenz sinken lässt. Und Titan ist auch eine Airware-Attack, Erde. Und das senkt die Verteidigung im Break, das heißt, ich kann die Gegner schneller breaken. Und dann habe ich noch zwei Support-Abilities, nämlich Ultimate Bomb. Dadurch bekommen wir Brave, dadurch wird der Angriff verstärkt. Fade, wird die Verteidigung verstärkt. Und Boost, dadurch können wir schneller breaken. Und dann habe ich noch Service, dadurch bekommen wir Hast. Das heißt, wir können pro Runde öfters angreifen. Und wir bekommen Barriere, das heißt, die Gegner machen uns nicht so viel Schaden. Das ist eigentlich so mein Tower-Set. Das habe ich bei den letzten zwei Tower auch schon benutzt und das funktioniert relativ gut. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo die Gegner dann stärker werden, da ist es dann schwieriger. So, ich versuche jetzt eine andere Taktik. Ich werde jetzt switchen. So. Und mit meinem Nuka-Job den zu Tode beschießen. So, und jetzt switche ich wieder zurück. Nämlich brauche ich nur zwei Züge bei beiden, um zu wechseln, weil ich auf meinen Ability-Karten bestimmte Fähigkeiten drauf habe. Das nennt sich Job Change Recast. Das sind Zusatzfähigkeiten. Und dadurch braucht man weniger Runden, bis man wieder zurückwechseln kann zum anderen Job. Das ist ganz praktisch hier. Stirb! Okay, doch nicht. So, aber jetzt. So, und jetzt steht uns auch schon der Boss gegenüber. Bam! Okay, jetzt wechselt er das Element. Ich habe es nicht geschafft, ihn zu breaken. Und jetzt sind wir fast tot. Wir haben gerade noch überlebt. Und jetzt switchen wir zum anderen Job und hauen richtig schön Schaden rein. Bam. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die Musik, die ich hier jetzt im Hintergrund dazu gemacht habe, ist richtig gut für Tower Events hier machen. So, ich wechsle jetzt mal zu einem anderen Tower hier. Also normalerweise gibt es ja nur einen Tower, aber diesmal ist das hier so ein spezieller Tower. Aber die Gegner werden auch schneller, stärker als sonst. Und ja, hier kann man jetzt gegen 6 Gegner, die es vorher schon bei Tower Events gegeben hat, kämpfen. Und das Ganze ist eben sehr lustig. So, bei diesem Tower hier bin ich noch gar nicht so weit. Das sind noch eher schwächere Gegner. Das heißt, ihr seht schon, ich könnte mich noch sehr weit nach oben arbeiten. Aber ich habe auch nicht so die Lust hier, die Tower Events zu machen.
Ah, jetzt habe ich vergessen, den Subjob zu wechseln. Aber egal. Easy brand, bam! So, jetzt wechseln wir wieder zurück. Okay, das war jetzt nicht so gut. Denn jetzt steht uns Omega gegenüber. Den möchte ich, wenn es geht, in einer Runde hier breaken. Und ja, dürfte funktionieren. Okay, fast. So, jetzt ist er gebreakt. Jetzt wechsle ich wieder den Job. Das werde ich dann mit Easy Brand zu Tode nuken. So. So, dann wechsle ich noch zum nächsten Tower für euch. Damit wir hier ein bisschen Abwechslung haben. Nämlich ist das hier, glaube ich, der Tombury Tower. Ja, ich glaube, das ist der Tombury Tower. So. Hier beginnt nun der Kampf gegen einen Behemoth. So, und der ist noch relativ schwach, der Behemoth. Ja, bei diesem Tower hier bin ich auch noch nicht so weit. Da sind die Gegner auch noch ziemlich schwach. Das heißt, ich hätte echt noch viel Raum, dass ich hochlevel den Tower Rank. Aber ich habe nicht so die Lust dazu, hier beim Tower hoch zu leveln so viel. Ich glaube, ich wechsle jetzt mal zum anderen Job. So, damit wir den nuken können. Sonst muss ich den nochmal breaken. Jetzt wechseln wir wieder zurück.
wechseln wir zu unserem Nuka Job. So. Und jetzt stehen wir König Dombori gegenüber. Da wechsle ich jetzt aber wieder zurück zum Dragon. Wow! Das tut schon ziemlich weh, wie ihr gesehen habt. Also ich sollte wirklich versuchen, den Tombori so schnell wie es geht hier zu töten, also zu breaken zumindest. So, das habe ich auch geschafft. So, und jetzt wechsle ich zum anderen Job. Und jetzt habe ich hier Meteor Strike rein. Ja, geschafft. So. Jetzt habe ich 135 Bosskills, ja. So, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal hier für das Video. So läuft ein Tower-Event ab. Je höher man dann ist, desto höher ist man im Ranking und desto mehr und bessere Sachen bekommt man dann, ja. Okay, Leute, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.